Willkommen, liebe Leute, zurück zu Bloodborne. Wir machen weiter. Beziehungsweise, ja, ich mache jetzt wieder weiter. Ihr habt ja gemerkt beim letzten Mal, da war einer ein bisschen gefrustet. Ja. Mann, ey. Haben wir es jetzt, Jungs? Ich bin verflucht. Ich weiß. Moment, Leute. Gleich geht's weiter. Moment. Go. So. Alles klar. Hätten wir das. Super schön. Und wieder ein Soundbug. Geile Sache. Habe ich ja auch schon mehrfach mich dazu geäußert. Hat hier jemand meine Seelen aufgesammelt? Obwohl, ich hatte gar keine. Bin ich nicht hier gestorben irgendwie? Ich bin auch hier stecken geblieben, glaube ich. Genau. Wo bin ich denn eigentlich gestorben? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe mir einen Tag Pause gegönnt. Mal wieder. War das hier unten schon? Ah, das ist ein bisschen hoch vielleicht. Du Sackratte, du! Du Elende! Ich glaube, ich bin hier unten irgendwo gestorben, oder? Ich erinnere mich so langsam wieder. Aber ich weiß... Ach ja, warum stehst du da? Der kommt dich holen! Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht mehr, woran ich gestorben bin. Ach ja, hier drinnen waren ja zwei Dicke, oder? Ja, stimmt. Jetzt remember ich mich wieder. Remember the time. Time of your heart. Oder so ähnlich ging das Song, ich weiß nicht mal ganz genau. Okay. komm, wir spielen ein bisschen. Bam! Kakashi-Style, nicht Kakashi. Weil Sasuke wollen wir hier nicht haben. Konnte ich hier letztes Mal verrecken? Ich verstehe das nicht. Okay. Oh, fucky, fuck. Was stand da? Winziger Turban? Was habe ich da gelesen? Oh, leck mich doch. Wie komme ich da rein? Ist das die Tür? Ich glaube, das ist die Tür sogar. Ja, sicher doch. Thank you.
Geht mir das auf den Sack hier gerade. Ich sehe auch kaum was. Aber gut, es öffnet sich von der anderen Seite. Sehr nice. Sehr nice Sache. Alter, das Gebiet. Aber ist okay. Ist okay. Das Gebiet ist mal wieder ein bisschen deutlich anspruchsvoller als die letzten. So, dann gehen wir mal diesmal einfach hier lang. Schlag zu, Johnny! Du kannst es packen! Glaub an dich! Da ist tatsächlich was hinter mir. Okay, ich lebe noch. Das ist wirklich mal... deutlich... anspruchsvoller! Weg! What the fuck? Was geht da hinten ab? Was war das? Hat er einen Laser? Ja, ich sterbe auch. Oh, Concentration Mation hier. Jetzt schlag doch mal die scheiß Fibers kaputt hier, ey. Was ist denn los hier? Ey, die geht mir so auf den Sack. Oh Gott. Oh Leute, ey, sorry, ich rede so wenig, aber ich bin mich so krass hart am Konzentrieren hier. Das ist übel, das Gebiet, aber es ist cool, es ist cool. Oh. Ey, ohne Witz, ey, ohne Witz, dieses Gebiet geht mir so auf den Sack gerade. Es ist so nervtötend, dass die nonstop wieder spawnen. Ey, meine. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich lang muss. Wo. Kann man da vorne? Ich habe keinen Bock, mich vom Laser treffen zu lassen. Alter. Ey, hier ist gar nichts. Doch, hier geht's weiter. Ich lebe noch. Ich lebe doch. Oh. Shit, ich wusste, die können noch ein bisschen was anderes. Außer hier diese, keine Ahnung, was das ist da. Diese Bubble da erscheinen lassen. Ey, ich hab noch einen Checkpoint. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, Leute. Oh Gott. Aber wie gesagt, ey, pass, ist okay, ist cool, ist cool. Ist cool. Ist cool, dass es ein bisschen schwerer ist. Gar kein Problem. Machen wir. Wir gehen aber erstmal zurück, denn wir haben jetzt einen dritten Brocken gefunden und ich werde jetzt auf jeden Fall meine Waffe aufbessern. Und ja, ansonsten machen wir natürlich weiter hier mit dem Let's Play. Ich habe ja gesagt, wir ziehen es durch. Und ist auch ganz gut, wie ich sehe, wenn ich immer wieder mal dann die Kommentare abchecke, ist es wirklich sehr gut, dass ich weit im Voraus aufnehme, obwohl ich müsste noch ein bisschen mehr auf Vorrat aufnehmen. Denn bei manchen denkt man anscheinend, man redet gegen eine Wand. Ich weiß nicht, warum manche das nicht verstehen, dass sie diese dummen Andeutungen und teilweise wirklich auch schon Spoiler und so weiter raushauen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe das wirklich nicht, warum manche das nicht in ihren Kopf kriegen, dass manche das einfach auch nicht wollen. Naja, egal. Ansonsten natürlich immer diese... Das ist die Frage jetzt. Das ist doch meine Waffe, ja? Der Blitz ist doch super, wenn ich das noch mal ein bisschen verbessere. Ja, komm, machen wir das. Dann natürlich das Übliche, du bist scheiße, du bist dies, du übersiehst alles und trotzdem gucken sie, weißt du, wo ich mir außerdem denke, habt ihr so viel Langeweile, dass ihr trotzdem Let's Plays guckt, obwohl der ja angeblich so schlecht ist. Es ist, manchen ist wirklich nicht so, aber das ist YouTube, ja. Das kenne ich gar nicht anders.
Okay, wir haben das jetzt aufgebessert. Ich habe auch ein bisschen, habt ihr ja gerade gesehen, was ich da gemacht habe. So, reparieren. Ich muss gar nicht reparieren. Achso, ja, weil man wahrscheinlich direkt das wieder repariert, wenn man das Level, wenn man die auflevelt, genau. Okay. So, lass mich mal kurz. Ah, fuck! Ich wollte doch da oben gucken gehen, Mann. Hört doch auf. Und ihr nur am Saufen, ja? Guckt euch das an, wie teuer das ist! Guckt euch das an, wie teuer das wird, die Scheiße hier. Wie gesagt, ey, Leute, ich empfehle euch wirklich. Ich empfehle euch wirklich die Gewehrspeer, Alter. Boah, Pfahltreiber. Ich empfehle euch das wirklich auf Vorrat zu kaufen, irgendwie ein paar Sachen. So würde ich das zumindest machen, wenn ich das nochmal neu anfangen würde mit einem neuen Charakter. Da würde ich mir ein paar Sachen auf jeden Fall auf Vorrat kaufen. Okay, davon sind auch nicht mehr viele übrig. Oh, oh, oh. Gegengift haben wir voll. Das haben wir noch nicht voll. Giftmesser. Was kann meine Waffe denn jetzt? Huhu. Nicht schlecht. Boah, plus 99. Stärke. Plus C. Also wird C gescaled. Hammer. Ja, ich bin schon ganz gut dabei, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall ganz gut dabei. So, ja, das müsste das jetzt sein, wa? Das unterirdische Gefängnis wird runtergestuft. Also unten angezeigt. Das heißt, früher oder später bestimmt durch irgendein Gebiet kommen wir dann wieder ins Gefängnis oder sowas. Waren da nicht sogar Türen vor dem Gefängnis, die verschlossen waren oder so? Tore? Ich glaube, da war sogar eins. Oder? Wo man rechts runter geht zu dem Schwein? Wenn man aus dem Gefängnis rausgeht geradeaus, rechts runter war ja das Schwein, da hinten war, glaube ich, irgendeine Tür verschlossen, oder nicht? Vielleicht kommt man am Ende da raus. Na gut. Ansonsten habe ich gelesen, der erste Patch ist rausgekommen, oder der zweite sogar, ich glaube 1.02 ist rausgekommen. Oh! Ich habe doch richtig gesehen. Ah, ich bin so ein Affe, wenn ich auch... Ach Gott, scheiße. Ich hab doch richtig gesehen. Fuck it. Wer weiß, ob der mir einen Brocken gegeben hätte. Bossfight Area. Das ist sogar das Gefängnis. Hier ist es doch sogar. Sag ich doch. Ich rede gerade noch drüber. Das ist doch das Gefängnis. Wir sind noch oben. Oben sind wir. Was hat das mit dieser Puppe auf sich? Na, Kollege? Alles cool bei dir? Komm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, weißt du, diese Glockenspielerinnen. Ich meine, dann hast du mal hier eine Frau, die ihre Glocken schwingt, und dann ist es was Schlechtes, ey. Wie kann das sein? Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Komm mal her jetzt hier. Kein Bock, euch mit dem Großen zu battlen. Oh Gott. Boah, wie viel Schaden wir machen. Du kannst ja gar nichts, kannst du. Ey, wie viel Schaden wir machen. Oh. Pornös, sag ich euch. Haben wir nicht vorhin, wir haben ja vorhin gegen den gekämpft. Was war das? 280 Schaden, oder? Oder irgendwie 200. Normaler Schlag. So, ein normaler Schlag macht jetzt 300. Je nachdem, wie du den triffst. Bleib ruhig. So.
Eigentlich habe ich ja die alte getötet, deswegen hoffe ich mal, dass sie jetzt nicht schon wieder gleich spawnen. Aber ich werde mich trotzdem mal ein bisschen beeilen. Quecksilberkugeln können wir immer gebrauchen. Zack, baller ich mir mal einen rein. Blutfiolen, 7 Stück direkt, sehr schön. Ach, sag an. Nee, warte mal, das ist was anderes. Oder es hat sich verändert, weil was ist denn da in der Mitte? Aber die Tür ging ja auch die ganze Zeit nicht auf. Wir sind doch hier. Nee, sind wir nicht. Wo ist denn das? Das ist hier. Ach so, das hat sich verändert. Das hat sich ein bisschen was verändert hier. Brennt da vorne was? Ja. Okay, Bossfight? Ah, ich wusste es. Ihr werdet noch Gegner, natürlich. Neuer Jäger! Oh Gott, ihr seid immer jedes Mal... Alter, steckt der ein. Ach du Kacke, steckt der ein. Und ich mache nicht mal so viel Schaden. Ey, die Jäger stecken so viel ein, jedes Mal. Wow! What the fuck? Ja, du triffst mich, ich dich aber nicht. Komm, leck mich, Spiel. Leck mich einfach am Arsch. Mieses Stück Scheiße, du. Jetzt kommt der andere wieder, weil ihr es nicht alleine könnt. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Bist direkt geflüchtet, wa? Wie ich deinen Kollegen platt gemacht habe. Den Viechern im Hintergrund, ey, das Gebiet ist... Also, ganz optisch gefällt es mir bisher nicht wirklich am besten. Weil es irgendwie so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, nicht dunkel. Ich kann es gar nicht beschreiben, was mir das so geil gefällt. Aber die Viecher hier und die Aufmachung ist natürlich knallhart, oder? Scheiße! Der Typ, Alter! Der Typ! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das Gebiet, oh Gott! Ich hoffe, aber ein Jäger ist weg, oder? Ein Jäger ist doch jetzt weg, das zählt doch. Das zählt doch jetzt, oder? Habt ihr das gesehen, wie viel der mir abgezogen hat mit einem Schlag? Habt ihr auch gesehen, wie viel ich ihm abgezogen habe? Beziehungsweise... Wie wenig? Ey, so einer alleine, okay. Aber mit so zwei Jägern nebenbei noch... Ah, es ist gar nicht mal so einfach. Oh, shit. Gib mir einen Brocken. Komm schon. Blutsteinbrocken, 2 Stück direkt. Yes. Yes. Oh mein Gott. Das wird was, Leute.
Oh Mann. Was hat der eine auch für eine Reichweite bitte? Der hat ja bis hier zur Treppe geballert gehabt. Kann ich da auch runter? Nee, da kann ich nicht runter. Nee. Bitte! Gott! Bitte! Wir können ja auch nicht mehr helfen. So. Ja, wenn die Jäger weg sind, ist alles cool, wa? Aber also der eine meine ich, den einen habe ich ja erst besiegt. Knüppelhart, sage ich euch. Und das Design von dem einen, der kommt ja auch ein bisschen bekannt vor hier irgendwie. Ist das der Jäger da hinten? Ist er das? Hä? Sehe ich da irgendwie oben? Sehe ich da einen Typen? Von dort aus kommen wir doch. Oder ist es. Es ist nur eine Täuschung. Okay, der eine wird trotzdem direkt aktiviert. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Ich bin einfach zu breit. Meine Schultern sind zu breit. Ich sage, alleine bist du kein Problem, du Lusche, du. Loser, Klauenspur. Komm her, ey, dich mach ich auch direkt Platz. Dieser Penner, du Rache! Was halten die aus, ey? Mein Gott, was haltet ihr aus? Der hat mich vorhin gebumst, oder was? War er das? Habt ihr das bitte gesehen gerade? Das ist doch nicht mehr normal, ey. Zack, zack, zack. Ey Leute, ohne Witz, das ist wie so ein kleiner Bosskampf-Fight gewinnen, ey, ohne Scheiß. Alter Verwalter. Mann, die Frage ist ja, was hat sich jetzt hier noch geändert? Ja, was hat sich hier noch geändert? Soll ich runtergehen gucken? Oder soll ich oben bleiben gucken? Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt auch schon wieder ein Level, aber ohne Witz, ich weiß nicht. Wenn die Jäger weg sind, ist der ja nicht das Problem unbedingt. Habt ihr ja gesehen. Ich meine, der haut zwar ganz gut rein und kann gut einstecken, aber so alleine kann er gar nichts. Die Pfeife. Egal, auf jeden Fall ist jetzt hier erstmal Ende für den Part, Leute. Das steht fest. Wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Haut rein.